So, herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft. Ich bin MK Indiana Jones und heute werden wir uns weiter ins Erdreich vorarbeiten. Aber zuerst brauche ich etwas Holz, damit ich mir weiter Leiter bauen kann. Ja. Zum Glück haben wir ja noch so viel Holz vor dem Haus. Ich weiß, es ist sehr langweilig, wenn ich Holz sammle, aber nein. Da müsst ihr jetzt durch. Gut, ich muss mir Axt bauen, weil ich so schlau war und keine mehr habe. Ich muss diesen Weg echt überarbeiten, das nervt ja. So, zwei Stäbe, drei Steine und schon mal wieder eine Axt. Ja. So. Weiter Holz sammeln. Ja, bis wir so 16 haben oder mehr. Mal sehen. Das sollte dann vielleicht erstmal wieder reichen. Ja. Ja, ich werde versuchen, regelmäßig eins zu machen. Ja, gestern war leider keins on, weil ich den ganzen Tag ziemlich abwesend war und deswegen kein Video machen konnte. Ja, und ich hoffe, dass es diesmal mit dem Sound besser ist, weil mir ist erst letztes Mal im Nachhinein aufgefallen, dass es viel zu laut war, weil mir kam es nicht als laut vor, aber müsste jetzt besser sein, denke ich. Wenn nicht, muss ich die Soundeinstellung noch weiter runter stellen. Ja. Ach, und ich muss noch was richtig zu stellen zu dem Feuerstein. Ich hatte letztes Mal gesagt, dass man den zum Pfeilspitzen herstellen benutzt, aber natürlich stimmt das indirekt, weil nicht die Blöcke, die man bekommt, benötigt man dafür, sondern diese schwarzen Dinger, die ich hier habe, die dadurch diesen Stein manchmal gedroppt werden. Ja. Die Steine, die Blöcke sind genauso unnütz wie Erde. Würde ich mal so behaupten. Aber ich würde sagen, wir sammeln 64 voll. Dann haben wir wieder etwas mehr Freiraum. Wir müssen nicht die ganze Zeit Holz zwischendurch sammeln. Warum ist es so verfickt kalt in meinem Zimmer? Ich habe das Fenster heute noch nicht einmal aufgehabt. Naja, da muss ich jetzt durch. Und das nur wie für euch, meine lieben Abonnenten. Und die, die es noch werden. Na okay, sammeln wir nur 63. Oder? Pff, ist hier noch... Ah gut. Dann nehmen 64. Ich glaube, ich weiß jetzt auch, woran es liegt, dass es geleckt hat, weil jedes Mal, wenn es geleckt hat, oder ich besser gesagt, dass ich gesagt habe, dass es leckt, hat Fraps eine neue Datei erstellt, weil die nur 3 GB oder so ähnlich groß werden dürfen. Ja. So. Dann stellen wir mal Bretter her. Oh, 4x64. Und einmal 64 machen wir dann zu Stäben. Und daraus machen wir dann Leiter. So, 2x64. Sollte erstmal reichen. So, das packen wir hier rein. Das Holz. Ich glaube, die Musik ist noch ein bisschen zu laut. Ich stelle die mal kurz runter. Ah, Soundeffekt auch gleich mit. Ja, so. So, das packen wir hier rein.
Oh, nur noch ein Stück Kohle. Ich hoffe, wir finden Kohle. Ah, okay, davon brauchen wir doch noch ein paar. Ach nee, haben wir ja hier unten. Gut. Aber ich muss mir noch ein paar Spitzhacken bauen. Gott, ist es verdammt kalt hier! Das Fenster war heute doch nicht einmal auf. Warum ist es kalt? Ah. Ja, machen wir hier unten wieder ein paar Fackeln. Sonst wird es euch bestimmt zu dunkel. So. Ja. Am liebsten wäre mir, wenn wir jetzt Eisen finden würden. Oder natürlich Kohle, weil Kohle ist immer praktisch. Genau wie Eisen. Den Nutzen von Gold, außer für eine Uhr, habe ich bis jetzt noch nicht herausgefunden. Und einen Dungeon habe ich immer noch nicht gefunden auf meinem anderen Spielstand, aber dafür ein bisschen mehr Diamant und sehr viel Redstone. Und da habe ich endlich eine Uhr, aber das ist ja egal, weil mein Let's Play Spielstand wird jetzt mein Hauptspielstand werden. Ja. Der andere ist nur noch für ab und zu, wenn ich gerade Lust auf Minecraft habe, aber nicht so auf Let's Play oder krank bin. So dass ich nicht gut reden kann oder so. Ja. Ich glaube, wir müssen mal ein paar Leitern platzieren, sonst komme ich hier nicht mehr raus. Ja, da haben wir schon den Fehler gemacht. Da müsste rein theoretisch einer hin. Und da und da. Und hier. Ja, so. Immer so dumme Fehler, die man machen kann. Ach Mann, ich hab doch das Schaufeld gewechselt. Ich glaube, es wird wieder ein bisschen zu dunkel für euch, also da eine Fackel und da eine. So. Ich will ja auch, dass ihr was seht und nicht im Dunkeln rumsteht. Ja. Das sieht verdächtig aus. Graben wir uns mal hier in die Wand. Ach, Feuerstein und Sand sind die einzigen Blöcke, die Gravitation haben, also nach unten fallen, wenn man sie den Block unter ihnen entfernt. Ja. Ihr könnt mir ja schon mal Ideen für ein erstes großes Bauprojekt geben, die werde ich dann vielleicht umsetzen. Also nicht alle, aber ein paar davon. Und da hat es wieder geleckt. Vielleicht bei euch dann im Video nicht, aber ich habe das nicht so genau beobachtet beim Video. Also Ideen für große Bauprojekte könnt ihr mir mal geben. Ja. Auf jeden Fall werde ich einen Turm bauen, weil ich liebe einfach Türme. Ich weiß nicht wieso, aber bisher habe ich immer Gelegenheit genutzt und einen Turm gebaut. Oh, da habe ich einen Kohlevorkommen gesehen. So. Oh. Ich glaube, wir graben uns hier weiter. Und machen das hier noch weg. Ah, gut, haben wir ja noch eine. Ein Dungeon? Nein, kann nicht sein. Immer wenn dieser Sound kam, habe ich bis jetzt nichts gefunden. Wie ein Dungeon sein könnte oder so. Ich glaube, hier muss ich eine Fackel platzieren, damit ihr was seht. So. Decke ein bisschen höher machen. Weil wenn ich hier später Schienen langlegen will,
für eine Lore, damit ich schneller nach unten komme. Dann fahre ich immer mit dem Kopf durch die Blöcke, die oben sind, und naja, so gut ist das nicht. Weil ich dann Leben verliere, soweit ich das in Erinnerung habe, oder ist das nur, wenn ich aus der Mine, aus der Lore aussteige? Ach. Auf jeden Fall ist es auch unschön anzusehen, also. Oh, meine Zeit ist gleich um. Ja, hoffentlich finden wir hier noch was. Aber ich denke nicht. Immerhin haben wir ziemlich viel Kohle gefunden. Das finde ich schon mal gut. Weil Kohle benutze ich eigentlich häufiger zum Feuern als Holz. Und jetzt geht mir die Spitzhacke aus. Ja. Wenn ich oben bin, mache ich die noch, und dann war es das auch für das heutige Video. Ich glaube, das war relativ eintönig, da unten rumzugraben, aber naja, was will man bei Minecraft Großes zeigen, außer wenn man ein großes Projekt gebaut hat und so. Beim Let's Play kann man halt nicht so viel zeigen, würde ich sagen. Aber wir werden ja so sehen. Ja doch, ein Dungeon könnte man zeigen, aber erstmal eins finden. So. Das war eine Spinne, wenn ihr das gehört habt. Wenn ich den Ton nicht zu leise gestellt habe jetzt. Naja. So. Zwei Spitzhacken, und damit verabschiede ich mich für heute von euch, meine lieben Abonnenten. Ich bin euer MKN Indiana Jones.